Guten Morgen, Deutschland. Es ist schon Schweigen im Walde, nicht wahr? Wenn man sich die letzten 4 Wochen anschaut, liebe Leute, das ist schon klasse, oder? Aber jetzt mal ganz im Ernst. Liebe Bundesregierung, 40 Tage später, 40 Tage später und mittlerweile wirklich einigen Informationen, die da durchs Netz gehen, wäre es doch mal nicht schlecht, wenn ihr jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern würdet. Ich meine, was nützt es, wenn da draußen die tollsten Theorien rundgehen, wie zum Beispiel, dass die ehemalige britische Premierministerin Truss angeblich kurz Sekunden nach den Explosionen bei Nord Stream 1 und 2 eine WhatsApp an den amerikanischen Außenminister Blinken geschickt hat, wo sie schrieb, it's done, ja, es ist vollbracht. Solche Gerüchte kursieren ja gerade im Netz, solche Verschwörungstheorien, liebe Leute. Ja. Und ich finde ja so nach 40 Tagen und um Verschwörungstheorien und Fake News vorzubeugen, könnten doch jetzt mal die deutsche Bundesregierung und die angeschlossenen Funkhäuser, sprich unsere Freunde, ja, doch mal langsam mit der Wahrheit rauskommen und den aktuellen Erkenntnisstand doch mal bitte preisgeben. Denn der Russe war es ja augenscheinlich nicht, weil sonst wäre das ja seit 40 Tagen schon weltweit durch die Gazetten gegangen. Ich war also doch bitte jetzt mal nach 40 Tagen, wie wäre es mal, wenn ihr mal die Wahrheit sagt, hier in Berlin, liebe Leute, was ihr momentan schon wisst. Das nächste, und da hätte ich auch gerne mal den Erkenntnisstand von der Frau, die so toll gucken kann in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, was konnte die gucken? Ja, und auch von der Nancy. Die Nancy, die konnte ja auch so toll gucken in Mecklenburg, als das Flüchtlingsheim gebrannt hat vor 2 Wochen, wo die ukrainischen Flüchtlinge untergebracht waren und wo sofort natürlich wieder mal alles in Verbindung gebracht wurde mit dem augenblicklichen Rechtsruck in der deutschen Bevölkerung und den stark steigenden Umfragenergebnissen für die AfD. Und das würde ja dann natürlich daraus resultieren. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn dann wieder so schlimme Dinge passieren. Genau, habt ihr toll in Verbindung gebracht. Auch da hätte ich jetzt gerne mal so nach 14 Tagen einen Erkenntnisstand der Untersuchungen der Brände. Die müssen ja schließlich auch schon irgendwas wissen. Weil da ist auch Schweigen im Walde, man hört gar nichts. Ja. Aber interessant ist es schon, wie immer direkt erstmal, wie bei Nord Stream 1, der Russe war es, beim Flüchtlingsheim, die AfD ist mit Schuld. In Bautzen war ja auch noch ein Flüchtlingsheim, ist auch die AfD mit Schuld, weil da war ja ein paar Tage vorher eine Demo, die zwar ellenlang entfernt war von dem guten Ding, aber man kann es ja so schön in Verbindung bringen. Deswegen bitte mal die Erkenntnisstände, vielleicht mal die Wahrheit sagen, wie es denn aussieht in Meckpomm, in Bautzen und in der Ostsee. Das wäre mal nicht schlecht, damit hier mal ein bisschen wieder Wahrheit ans Licht kommt, liebe Leute. Das ist das eine. Das nächste ist die Dame in Berlin. Da wurde der Hirntod festgestellt aufgrund dieses Verkehrsunfalls mit diesem Betonmischer und der möglichen, ja, unterlassenen Hilfeleistung, die zu spät kam, durch die Klimairren, die da auf der Straße geklebt haben. Ihr habt die Diskussion die letzten 2 Tage verfolgt. Wir haben jetzt auch Bilder gesehen von dieser Demo. Eine Rettungsgasse war überhaupt nicht möglich. Das war nicht möglich. Die Autofahrer hätten gar keine Rettungsgasse bilden können. Aufgrund dieser Klimairren-Kleberkinder da in Berlin. Und somit tragen diese Herrschaften eine Mitschuld an der Geschichte. Das ist eine ganz klare Geschichte. Ganz klar und deutlich, dass sie eine Mitschuld tragen. Denn möglicherweise hätten das Hilfsgerät, die Rettungskräfte, etwas früher da sein können. Und möglicherweise wäre dann der Hirntod noch nicht festgestellt worden, liebe Leute. Ich für meinen Teil finde, dass diese Gruppierungen, die offensichtlich nichts mit dem Klimaschutz zu tun haben. Und das konnte man jetzt auch wieder in den jüngsten Aussagen von Greta Thunberg sehen und an den jüngsten Videobelegen aus diesen Bewegungen, dass das eigentlich überhaupt nichts mit Klimaschutz zu tun hat, sondern dass es hier wirklich um eine antikapitalistische Bewegung handelt, um eine linksextreme Bewegung handelt, um komplett linksextreme Bewegungen handeln. Man muss sich diese Leute einfach nur
genau anschauen und genau hinhören, was sie sagen. Ich habe heute Morgen wieder ein schönes Video auf Telegram gestellt, denn offensichtlich geht es ihnen nicht um das Klima, sondern es geht ihm um eine Vollalimentierung, 9-Euro-Ticket, Tempo 100. Es geht ihnen darum, dass das kapitalistische System weg muss. Und liebe Leute, da sollte es eigentlich klingeln. Das hat mit Klima überhaupt nichts zu tun. Hier geht es um die Beseitigung eines Systems und der Etablierung eines neuen Systems. Und diese sogenannten Gruppierungen, NGOs, werden dafür ins Feld geschickt. Das Marketing von den Jungs und Mädels, das ist Weltklasse. Das muss man denen mal lassen. Ja. Aber gut, Bolschewismus voran, Sozialismus voran, vorwärts immer, rückwärts nimmer, haben wir alle schon mal gehört. Und deshalb wünsche ich euch ein schickes, schickes Wochenende.